Funktioniert auch. Wunderbar. Hallo, liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem Stream zu A Way Out und Shooter Doktor ist auch wieder dabei. Hallo, Shooter Doktor. Guten Abend. Heute wollen wir versuchen, A Way Out durchzuspielen und dafür müssen wir noch einiges tun. Wir sind nämlich, soweit ich das sehen konnte, in Kapitel 3. Da sind wir zwar schon relativ weit, aber es gibt wohl 5 Kapitel. Jedenfalls, wenn ich mich richtig gespoilert habe. Und ja, wir sind in das Gefängnis hineingekommen im Kapitel Ausbruch, sind dann auf dem Hof gewesen, sind durch den Speisesaal, sind durch die Krankenstation und sind dann arbeiten gegangen, waren in unserer Zelle, sind über die Wäscherei irgendwie rausgekommen, durch den Kanal und durch die Schreinerei. Und dann waren wir irgendwann mal aus dem Gefängnis draußen in Kapitel 2 Flüchtlinge, sind durch den Wald, sind über eine Brücke, ja, hatten dann ein bisschen Fischen und ein bisschen, ja, gemütlich angelt oder sowas. Und danach sind wir in eine Farm gegangen und haben, warum wir in der Farm waren, weiß ich gar nicht mehr. Ah ja, weil wir ein Auto brauchten. Dann haben wir ein Auto zusammengebaut, haben dieses gestohlen, hatten dann eine Verfolgungsjagd. Auf einmal konnten wir auch Bötchen fahren, also man kann richtig viel Unterschiedliches hier machen in dem Spiel. Und dann kamen wir zu Kapitel 3, das heißt Vorbereitung. Und da hat der Mann mit der großen Nase, ich weiß nicht genau mehr gerade, wie er heißt, sehen wir gleich, aber seine Frau wieder getroffen und seinen Sohn. Und dann haben wir dort Basketball und Dart gespielt, sind dann auf eine Baustelle, um etwas über einen, ja, gemeinsamen Feind rauszufinden. Die beiden Protagonisten hier haben nämlich einen gemeinsamen Feind und dann hat das Verhör uns gesagt, hier von dem Herrn, wer denn jetzt oder wo er denn jetzt ist. Warum wir dann zu der Tankstelle sind, weiß ich nicht mehr. Uns hat vielleicht Benzin gefehlt. War auf jeden Fall ein Raubüberfall in der Tankstelle. Vielleicht hat auch das Geld gefehlt. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum Ich wir glaube, das wir haben gemacht Geld haben. für Waffen benötigt. Ach, wir brauchten Geld für Waffen, genau. Und da sind wir jetzt dran. Jetzt sind wir bei einer Waffenhändlerin. Und da wollen wir uns jetzt mal Waffen besorgen, für diesen gemeinsamen Feind zu besiegen. Wer der Feind ist, das werden wir jetzt gleich rausfinden. Oder werden wir bestimmt jetzt auch noch öfter hören. Und Shooter Doktor ist soweit, ich bin soweit. Wir starten mal wieder. Mein der Feind heißt Harvey. Harvey, nicht Hector. Nee, ich meine Hector. Harvey. Okay, gut. Hector. Hector. Gut, ich bin Vincent Moretti, der alte dicke Mann da links, wie im echten Leben. Und der ist sogar echt so alt wie ich. Das ist ja wohl heftig. Der ist genau mein Alter. Wie krass ist das? Ja, nur ich bin noch nicht 14 Jahre in Haft. Das ist schon mal ganz gut gewesen. Und der Leo Caruso ist der Shooter-Doktor. Der ist im echten Leben ein bisschen jünger und war länger in Haft, als das steht. Nee, ist klar. Okay, genug Witze. Jetzt geht's ins Spiel hinein. Jetzt wollen wir mal gucken, was die dort für Waffen für uns hat, die Dame. Und was wir so zusammenspielen können. Manchmal sind nämlich kleine, schöne Minispielchen da. Da werden wir uns ganz schön lang drauf aufhalten heute. Okay. Was meinst du, wie lange brauchen wir noch? Na, ich bin 2 Stunden so umschätzen. What? Da muss ich doch schon schlafen. Bei Elder Scrolls Online ist gerade heute auf dem Public Test Server das neue Add-on rausgekommen. Eigentlich hätte ich da heute spielen müssen. Aber naja, gut. Nein. Kannst ja morgen dann. Ja, Way Out muss jetzt erstmal sein, weil jetzt kommt auch God of War. Das hat 100 von 100 Punkte bei IGN bekommen. Besser geht nicht. Das muss wohl gut sein. Da kommen wir zu Waffenhändlern. Jetzt geht's rund. Haben wir vorher mal zwar schon gesehen, aber einfach weil es so schön war. Gucken wir es noch einmal an. Jasmine? Leo? You good? I'm good. Who's this guy? Don't worry, he's with me. Oh, he's with you. Yeah. I'm Vincent. Oh, hello, Vincent. How nice to meet you. You're a fucking idiot. What? Why don't you bring your whole family next time? I'm out. Hey, what's wrong with you? What's wrong with me? What the fuck is wrong with you?
You think I'm vending ice cream here? Listen, I told you, I don't do business with strangers. And this guy, he looks like a stranger to me. Do you have a problem with me? Yeah, I got a problem with you. You have a problem with me? Wir hatten das letzte Mal noch gemacht. ich weiß es nicht mehr. Doch, wir haben den Hintern reden lassen. Dann lassen wir doch jetzt mal diesmal den Vincent regeln lassen. Ja, genau, machen wir mal Vincents Weg, ne? Cool. Jetzt tötet er die und spielt zu Ende. Game over, man. Here you go. Ooh. Who the hell is this guy? Let's just get those guns and we'll be out of here in no time, okay? Okay, Jasmine? Knete es mal gut. Ja, bei Supernatural sind die Waffen auch in meinem Kofferraum. So, such dir mal was aus. Ich check mal die Gegend ab, damit die Bullen uns nicht hier überraschen. Na, kennst ja. Man weiß ja nie, ob irgendwelche Leute hier sind. Looks like a mess. What are you talking about? It's perfect for practice shooting. Come on. So, wenn die Waffe zu sehr geht, ja, dann läuft der automatisch. Flaschen werfen. Try to shoot this ball. Ach so, einer von uns kann drauf schießen. Ah, oh ja, das mache ich mit. Da hole ich mir auch eine Waffe. Wenn ich erstmal schnell die Gegend hier abchecke. Ich kann ja nie wissen, ob hier noch irgendwo ein Schatz versteckt ist, den man dann öffnen kann und dann dementsprechend... Okay, dann nicht. Aber ich will in das Haus mal gucken. Das sieht sehr verdächtig aus. What are you waiting for? Just pick a gun. What can you do, my old friend? Bist du eher der Nahkämpfer und brauchst irgendwie so... Nee, du holst dir die große, weite Waffe. Okay, dann suche ich mir auch jetzt mal was aus. Hello, baby. Aren't you badass? Was haben wir denn da schon? Das ist eigentlich die professionellste Waffe, die du da hast, ne? Ich kann sie dir auch wieder hinlegen. Schrotflinte ist mehr für Nahkampf. Brand new MP5. Perfect for close quarters combat. Any good place for target practice around here? Try shooting at those empty houses. That should do the trick. Good idea. Let's see what kind of damage this bad boy can do. Are you even trying? No. Are you even trying? No. Mann, Mann, Mann. Du wirfst aber auch unkoordiniert. Das muss ja auch ein bisschen eine Herausforderung sein. Meine Güte, das ist ja eine Waffe, die trifft ja gar nichts. Really? I'll get it next time. Keine Chance. Ja, ja. Du hast ja das richtige Gerät. Ich habe ja so eine Nahkampf-Uzi. Ob es damit einfacher wird? Ja, geht schnell. Seriously? I'm trying! Nice shot! Yeah. Can I say I'm a natural? Du bist aber auch nah mit dem Zoom dran, da kannst du ja nichts treffen. Hier, warte, jetzt bist du sogar vorher schnell. Ja, mit der Schrotflinte triffst du bestimmt was. Shotgun! Now this one does a lot of damage. A lot of damage. Okay, willst du nochmal probieren? Go. You're a horrible shot, Leo. I was blinded by the sun. Hast du gehört, du bist ein grauenhafter Schütze. Du schießt, da ist die Flasche schon dreimal unten. Bei mir jedenfalls, voll verzögert so. You're a horrible shot, Leo. I was blinded by the sun. Seriously? I'm trying. Du nochmal? Ja, ich möchte nochmal. Du weißt schon, dass du vorhalten musst, ne? Dass du da in die Richtung schießen musst, wo... Ich weiß nur gerade nicht, wo meine... Also, jetzt, Moment. Ja? Impressive. Hast du gesehen, wie es geht? Man, you suck. Shut up, Leo. Beim ersten Mal habe ich. Nice da, wieder. Shot.
Well, thank you. Alle guten Dinge sind drei. Komm, really? Einmal will I'll ich noch. Next time. Oh, wohin wird? Really? I'll get it. Next mal in die gleiche Richtung. Jetzt wird's ein richtiger Shooter, ne? Oh. Man, you suck. Shut up, Leo. Mann, oh. You even trying? No. Das wird ein richtiger Shooter gleich. Really? I'll okay, ich glaube, ich gebe auf. Ah, zweimal habe ich getroffen. Willst du nochmal? Ich nehme nur eine andere Waffe auf. Ja, wenn der Schrotding kannst du vergessen. What the fuck do you want? Take it easy. You don't tell me what to do. Was schon in dem kleinen Häuschen hin? Ich glaube ja. Hey, what's with the attitude? Look, I just don't like you, okay? Now pick schieß mal auf die Flaschen, die da stehen. Vielleicht triffst du die. Whatever. Yay! Auch ein blindes Huhn findet mein Korn. Boah, voll abgeräumt. Schieß die ganzen Dosen hier weg. Empty place and a gun full of bullets. Perfect. Man kann leider nicht die Reifen platt schießen. Aber man kann viele Dosen kaputt schießen. Yay. Okay. Ich würde sagen, die Waffen funktionieren, oder? Was denkst du? Ja. Ich gehe nochmal hier hinten gucken. Da war irgendwas. Ach so, man kann hier nur durch. Naja. Ja, ich kann gut schießen, das passt schon. Jeder Schuss ein Treffer. Oh, du hast irgendwas mit Knöpfen, das ist immer schön. Ja, sieht nicht, wenn ich drauf drücke. Ach doch, da fahren sie Dinge lang, da können wir schießen. Oh geil, mit Bewegung. Hammer, wo bist du? Ich will auch schießen. Das ist ja ganz woanders. Ich muss auch treffen, ne? Pass auf, ich zeig dir, wie das geht. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Oh. Hast du gesehen? Das ist doch ein scheiß Dreierschuss. Ja, wie? Komm, ich zeig dir das nochmal. Also drei hintereinander. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. 10. Na, bei 6 war vorbei. Naja, gut, gab ja keine Punkte. Hier ist ja kein Wettbewerb. Ich glaub, sonst hast ja nochmal Glück gehabt. Ich habe nur 6 Mal hintereinander getroffen. Sorry, ne? Also mit dir wird ja nicht einfach gegen die nächsten Gegner anzukommen, würde ich sagen. Versuch mal eine zu treffen, bitte. Ja, nee. Ja, nee, 2. Auch wieder nee. Oh. Shooter-Doktor? Ich würde eher sagen Shooter-Sheila. Tja. Nee. Ich will auch mal die anderen Waffen. Das kann doch nicht so schwer sein, ey. Jetzt hole ich mir auch mal das Assault-Riffel da, was du da eben benutzt hast. Assault. Da werden wir mal sehen, ob ich damit treffe. Ein bisschen vorhalten. M16. First Fire Assault Rifle. Also ich zeig dir jetzt mal, wie das mit dem M16 geht hier, was ich habe. Dann nehme ich jetzt mal die andere Waffe. Also nochmal das Ganze. 1, 2, 3, 4. Ah. Ah. Ja, die Flasche stehen geblieben, die geil. 1, 2, 3. Also ich kann damit schießen. Irgendwas stimmt bei dir nicht. Du musst vorhalten, viel früher schießen. Hm. Ey, wieso denn viel früher? Du musst eigentlich direkt dran kommen, wenn ich da drauf bin. Aha, geht doch. Es waren ja nur 475 Schüsse, die du bis jetzt verbraucht hast.
Eine Flasche, 475 Schüsse. Weißt du, wie teuer Munition ist, ey? Nee, nee, nee. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich bei der. Also meinst du, du kommst mit der jetzt klar oder brauchst du. Ja, ich nehm die. Nee, das ist ein Einzelschuss-Riffle, das kriegst du. Ja. Na gut, nehm mit die. Give me a minute. I want to make sure I have the right weapon. Ich hab die richtige Weapon, ich kann gehen. Kann man nicht springen hier? Nee, man kann nicht springen. Glaub, du musst ausholen. Das ist ja blöd. So, welches nehme ich jetzt? The Rifle? Ja, ich nehme die Rifle. So. Die Uzi wäre zwar auf Nahkampf besser, aber ich bin ja gerne Zauberer in anderen Spielen, also Fernkämpfer, dann passt das hier besser. So. Fahren wir mal. Jetzt sollen sie kommen. Jetzt haben wir die richtigen Waffen. Meinst du, wir sind jetzt schon im letzten Kapitel oder ist jetzt das erstmal noch? Eigentlich die Vorbereitung jetzt vorbei. Akustisch hatte ich die jetzt nicht verstanden. Meinst du, das Kapitel ist jetzt vorbei oder ist jetzt noch das, die Vorbereitung? Weil eigentlich sind wir jetzt vorbei, oder? Ja, das waren ja jetzt die Vorbereitungen, würde ich sagen, oder? Ja, eigentlich schon. Ich glaube, immer wenn die im Flugzeug sitzen, ist ein Kapitel vorbei. Das kann sein. Jetzt müssten die theoretisch das dritte Mal ins Flugzeug, dann sitzen sie, dann ist das Kapitel vorbei. Okay, wie es aussieht, noch nicht. Och, das sind ja gar nicht wir. Jetzt sagt die dem Bescheid, siehste. It's me. I got some information about Leo. Okay, you know where he is? I just met him. Give me his location. Sure, but it's gonna cost me. Don't worry about that. Just tell me where he is. Got it. Good job. Talk to you later. Ich glaube, der hat's auf dich abgesehen. Leo. Harvey! Harvey! What's up? I found him. Good. Make sure we put our best guy on this. I want him dead. You got it? Yes, boss. Harvey, du hattest recht. Ich glaube, die Villa werden wir stürmen nachher. Na, meinst du? Ha, jetzt fahren wir zu meiner Frau. Yay, ich werd Vater. Ja, lach nicht, das ist eine verantwortungsvolle Sache. Du hast dein Kind da in der Wohnwagen sitzen allein lassen. Over there? Ich hab in die Basketball gespielt. I sure hope so. Yeah, me too, man. I don't want to walk to Mexico. Was? Wir haben so viel Zeit, dass wir jetzt noch ins Kino gehen? Well, there's your phone. Yep. I'll look around. Make sure to get us that plane. Okay. Was ist dies für eine Stadt? Seattle? Man weiß es nicht. I still don't have any change for the call. Jesus, man. You're a mess. What do you want, man? Maybe I could get. Just leave me alone.
But seriously, you look like shit. Anything I can do for you? Hey, man, are you deaf or something? Just leave me the fuck alone so I can sleep. I can do that. So what are you waiting for? I don't want to be with you anymore. Come on. Tell her she's making a big mistake breaking up with me. Is she making a big mistake? Yes, of course she is. No, you slept with my best friend. Ugh. Is that true? Yes, but it was a long time ago. It was terrible. I mean, she was frigid. Sorry, you're on your own. Oh, thanks a lot. Kann sich das Rad nehmen und klingeln. Yay. Also, Kleingeld kann man bestimmt bei dem Penner auf dem Platz da holen. Oder beim Kiosk ergaunern. Ich brauche nämlich Kleingeld für die Telefonzelle. Wir haben ja noch nicht mal, wir haben ja gerade eben hunderttausende Scheine weggeschmissen, well, weißt du? There, handsome. Beim Waffenhandel. You're talking to a married man. Just my luck. Do you need any help with that? No, thanks. I'm fine. You sure? Because I know some tricks. Look, I got this. Okay? All right. Just want to be helpful. Good luck. Thanks. Da lässt man dich mal eine Minute aus dem Auge schon, bist du wieder mit den Frauengangstern spielen. Das gibt es ja nicht. Hello. Can I help you with something? Yeah. I need some change to make a phone call. Sorry, but you have to buy something first. All right. What do you recommend? For you? Ah, I have some top-notch girly magazines. I'll pass. Hmm. Give me some cigarettes. Filtered. Sure. Hier können wir uns auch beide auf die Bänke setzen. Vielleicht können wir da You're welcome. Thanks. Ja, ich komme bei dich bei. Aber Händchen geben ist nicht, ne? Ich hab Kleingeld. Yeah. Ich komm mal schmusen. Yay, hallo. Hast du noch ein Plätzchen für mich frei? Ich andere Bank. Och, das ist ja langweilig. Wie? Das soll eine Trophäe geben? Bei der einen Mission auf jeden Fall. Wenn man zusammen bei einem auf dem Berg sitzt. Auf dem Berg, romantische Berg runtergucken, aber doch nicht hier in der runtergekommenen City. Dann halt nicht. Ne, vor allen Dingen können ja auch gar nicht. Oh, da kann man treten. Hey, ich wollte auch mal. Das habe ich früher gemacht. Das habe ich früher mal gemacht. Lampen ausgetreten, das war immer lustig. Die gingen immer aus, wenn man dagegen tritt. So, versuch mal. Hier, ich gehe mal nach ganz außen von der Bank. Versuch nochmal daneben mich zu setzen. Vielleicht geht's dann. Nee, geht nicht. Man kann ja gar nicht zu zweit da drauf sitzen. Okay. So. Ich fehle jetzt mal und gebe dem Penner das Kleingeld. Mal gucken, was dann passiert. Sie haben verloren. Ich kann gar nicht mit ihm reden. Schade. Jetzt wollte ich dem das Kleingeld spendieren. Wer ist das da oben? Jo, das war es ja eigentlich. Jo, ich gehe quatschen. Geh mal zu der Stadt oder hin. Ja, ich kann die da runter. Hey, it's Vincent. Yeah, I'm fine, thanks. Look, I need to fly somewhere. Tomorrow. Can you make that work? Okay, great. Du kannst mit dem Pärchen reden und sagen, dass der Mann die Frau behalten soll. When? But I saw you flirting with her. No, I didn't. Where's she? Bad move, man. Did you fucking mind? We're talking here. Okay, okay. Thanks. Das war's mit deinem Reden. Ich bin gerade Vater geworden. Habe ich keine Zeit für sowas. Hättest mal früher angefangen, besser. Hey, did you get us a plane? Yeah. Yeah, I did. But I need to go. What? What are you talking about? You okay? I'm fine. But I need to be somewhere else right now. Hey, you can't just walk away. I'm not walking away. But something happened and I need to be there, all right? Vincent. We've come too far to back down now. You need to talk to me. Tell me what's going on in your head. Talk to me! You can't talk about it.
geht's Ballerei. Oh, Harvey's Bannister. Jetzt haben wir ein Problem. Okay. Fine. It's my wife. She's... Oh, shit! We're gonna get out of here! Ist auch geil, unser bester Mann. Hat eine lautlose Pistole, schallgedämmt und trifft dich beim ersten Schuss. Wie blöd kann man sein? So, laufen wir mal ein bisschen. Quick, come here! Leo, help me barricade this door! Come on! Barricade! This should buy us some time. We gotta get out of here. Yeah. Look up there. The vent. Come on. Yeah. I see it. Was hast du gesehen? Ich hab gar nichts gesehen. Ich kann mich nicht treffen. Vincent, get up there and I'll push this across. Ja, machst du super. So, und wieder zurück. Jawohl. Okay, ich bin draußen. Schön, ey. Okay, ich muss dir helfen. Hier. Get over here. I'll help you up. Oh, oh. Das kann ja noch dauern, bis der durchkommt. Okay, hier oben. Ui, jetzt hat er die fette Axt. Das hat dir genau gepasst. Ja. Ganz zu viel. Super geschafft. Warum hast du nicht die Uzi mit rausgenommen aus dem Auto? Come on. We need to move this. Hier, das Ding kann man moven, was ich hier hab. Genau. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Geht doch. Wieder eins von diesen endlosen Hollywood-Magazinen. Cool, wie oft er schon geschossen hat. Achso, jetzt muss ich dich darüber lotsen. Lustig. Das ist ja mal witzig. Guck mal, gemein, ne? Machen platt. Jawohl. Ich, alter Mann, soll mich bewegen. Let him go, you son of a bitch. Ja, ne? Dann war los. 2 gegen 1 ist unfair eigentlich, ne? Was war das für eine Massagetechnik? Seitdem ich diesen Film gesehen habe, Game Over Man, habe ich ganz Albträume beim Würgen. Look. I don't know what's going on with you, but we need to finish what we started. Harvey's gonna keep sending guys like this. Yeah, I know. Do you? Then why the hell did you want to leave all of a sudden? It's my wife. She's in the hospital. What's the problem? We just had a baby. That's great news. Congrats, man. Sure, it's great. Thanks. You don't seem too happy about it. Trust me, I'm happy. It's just... it's really complicated between me and my wife. Look, complicated or not, you gotta go see a kid. Whatever's going on between you two,
Still your kid. I know. You're right. Of course I am. You know I am. Yeah. Look, you got us that plane, didn't you? I did. Here's what we're gonna do. We're gonna go to the hospital, you're gonna see your kid, and then we go get that plane. You with me? Yeah. I'm with you. Vincent, I need to trust you on this one. You can trust me. All right, then. Let's go. Ja, haben wir doch wieder einen großen Schritt gemacht. Ja. Flugzeug ist bestellt. Frau hat Kind gekriegt. Jetzt ist das Kapitel zu Ende. You know, I could tell it was your first kid. You could? Yeah. Back at the hospital, the way you were holding your baby and shit. I mean, sorry about the shit part. I didn't mean it in a bad way, you know. But, yeah. Anyway, it's a great thing watching your kid grow up. Yeah, I can imagine it is. What's wrong, man? What's the problem with you and your wife? Look. Carol is the love of my life. We've always wanted to have a child. We tried for years. Every time we failed, it was like a part of us died. And when it finally happened, that day when we found out, we've never been so happy. Then, everything went to hell. And I ended up in prison. Damn. Yeah. Dramatisch. Schwer Schad für ihn. Och, jetzt geht's doch noch ins Krankenhaus. Ich dachte, wir wären jetzt wirklich im Flugzeug. Ist ja heftig. Ich gehe als erstes mal einen Kaffee trinken in der Cafeteria. Das ist das Sinnvollste, was man im Krankenhaus machen kann. Alles andere ist Mist. Ja. Wir suchen Carol. Ich spreche mal hier die fremden Männer an. Darum bin ich gut. Excuse me, sir. Do you know where the hospital is? You're in the hospital. I am? My friend is looking for his wife. Oh, I'm sorry. I can only give that information out to relatives. Siehst du, du kannst doch nicht einfach nach meiner Frau fragen. Wie bist du denn, ey? Sorry. Kann ja nicht jeder hier nach einer Frau einfach mal so fragen. Frechheit. Ja, geil, da liegt die Zeitung von uns so. Lala. Gut gemacht. Der Typ ist lustig. Kannst du mal sagen, wo das Krankenhaus ist? Are you okay? I get mixed up pretty easy. Doctors say I'm senile. That's just a fancy way of saying you're getting old. Yes, figure in. That's exactly what I'd say. Ich hab's you genau gesehen. Nice you too. Ich glaube, da ist ein verlorenes Spiel. Für dich? Für dich? Ah, there it is. Leo, we need to take the elevator. Yeah, I think my arm is broken. No, it's not. Why can't you be more understanding? I'm trying. No, you're not. You're complaining that I'm complaining. Yeah, because you are. I just can't help that I'm in pain. Sorry, but it sounds to me like you're just using this as an excuse to whine. Sir, with all due respect, we are having a private conversation. Oh, you call that a conversation? Oh my God, thank you. No problem. Wait, you're on his side now? Du machst hier schon wieder Freunde. Good evening, ma'am. Good evening, sir. How can I help you? Ich möchte meine Frau. My wife just had a baby. Oh, congratulations, sir. Thank you. So, which way to the maternity ward? Just, take the elevator to the top floor and then follow the signs. Thank you.
Ja, ich sehe schon. Du willst die Herausforderung. Are you scared to lose, Vincent? Ach, ich werde nicht losen. Ich weiß, wer hier losen wird. Jetzt geht's rund, Leute. Der große Kampf. Vier gewinnt. Wer fängt an? Eine gute Frage. Tja, Bastian. Oh, der war mal zu weit gelegt. Das wird nach hinten losgehen. Meinst du? Mein ich. Okay. Du hast es gesehen. Nein! Das gibt's doch wohl nicht! Warum hast du es denn gesehen? Mann! Kann doch wohl nicht wahr sein. Nein, der ist so weit geleckt. Das ist unfair. Ich wollte auf den drauf. Ist verloren. Das ist ein Digger wach. Der ruckelt manchmal noch einen weiter. Ja, jetzt kommen hier die Ausreden. Der ruckelt. Ey, in einem Shooter ist das ja okay vorbeigewinnt. Aber nicht bei vier gewinnt, ey. Der ist vorbeigeleckt. Wie geil ist das ist denn? So. Ja. Du bist ein bisschen blind, das alles. Heftig. Der ist vorbeigeleckt. Ja, nicht schlecht. Okay, steht 1-0. Bis 2 oder was? Nee, bis 3. Bis 3 müssen wir machen. Jetzt, wer erst 3 hat. Spannung pur. Ich bin richtig aufgeregt. Ja, ne? Jetzt kriegt er ein bisschen Angst, was? Panik. Was du da machst. Ja, ja. Ich glaube. Es könnte böse für dich enden. Das ist mal Spannung. Ich bin richtig aufgeregt. Aber ich glaube, das wird ein Unentschieden. Man weiß es nicht genau. Ha! Mensch, kann doch wohl nicht wahr sein, dass du das gesehen hast.
willst mir aber auch alles vermiesen, ne? Tja. Man weiß es nicht genau. Boom! Who's your daddy? Whatever, man. Was? Hä? Gewonnen. Wie denn das? Den ich da gerade reingesetzt habe, der hat voll gemacht, nach unten rechts hin. Wort habe ich nicht gesehen, ey, das kann doch wohl die Wahrheit sein. Das habe ich doch. Ich guck die Twitch. Wort 1-1? Kann ja wohl nicht wahr sein. Nee. Das auf ist einmal. Ja wohl frech. Ich bin entsetzt. I'm not amused. Ah. Mensch, da kannst du doch nicht alles sehen. Das gibt doch nicht. Das wird ein ganz schönes Kopf-an-Kopf-Rennen, habe ich das Gefühl. Jo. Nein, du Mistkerl. Das war gemein. Das gibt's ja wohl nicht. Ah, Mann. Ha, gotcha. There are bad winners. Was denn da bei dir rumschreit? Okay, 2-1. Nein, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich dachte, ich wäre der Vielgewinn-König, ey. Ist ja wohl das allerletzte. Was spielen wir eigentlich für ein Spiel, ey? Na komm, kann nicht sein. Du kannst jetzt keine 3 Punkte machen. Es bleibt spannend. So. Ist ja auch schön, das Muster. Ja. Das war mal nicht ganz so übel, muss ich sagen. Ah, ob ich das schaffen werde? Ja, ich glaube, ja. Okay, passt. Gute Frage. Auf jeden Fall ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Was nun? Was gewonnen? Meinst du? Wie kommst du denn darauf? 2-2. Boah. Jetzt geht's rund. Das Entscheidungsspiel. Shooter Doktor. Jetzt wird's richtig gefährlich. Nervenkitzelspiel.
bin ein bisschen aufgeregt. Ist aber auch spannend. Was hast du davor zu bauen? Ich bin nicht ganz so sicher, was du da bauen willst. Aber ich habe das Gefühl, es wird gefährlich für mich. Gewonnen. Ha! Nein! Loser. Nein! Yeah, right. Okay, so ist es halt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ein gut verdienter Sieg. Ich bin sehr enttäuscht über mich. Ja, ich hatte die ganze Zeit nur meine Reihen im Kopf. Das ist natürlich nicht das Richtige. Tja. Aber immerhin 2 Treffer. Come on, Vincent, passt schon. Let's go. Auf geht's. Bitte einmal zur Entbindungsstation. Wait. Oh oh. Haust du ihn um oder ich? Na, scheint noch nicht zu merken. You guys seem familiar. Have I seen you before? Nah, I don't think so. Hmm. Okay. Whatever. Du bist mal so brutal. Ist doch nicht wieder entscheiden. But your faces are so familiar. I'm sure I've seen you somewhere. Ich rede. Was machst du? Wir müssen ja zusammen. Okay. It's probably me. It is? Yeah, I'm here a lot. I got this disease. The doctors can't figure out what it is, but... Yes. You don't have to worry about it. They don't think it's contagious. It's fine. All right. Well, this is my floor, so right, feel better. This is okay. Nice. I know. So, you excited to see your baby? More nervous. Understandable. I was nervous too, but don't worry. You'll be fine. Thank you. All right, this is fun. Was macht man denn jetzt hier? Yeah, I'm really good at this. How hard can this be? Ja, das hat ja wieder super geklappt. Shooter Doktor balanciert hier wie ein Experte. Ich habe auch einen Punkt gemacht. Du kannst das richtig gut, muss ich sagen. Nicht schlecht. Willst du auch irgendwann mal anfangen, oder? Das habe ich auch noch nie im Real Life gemacht. Ich weiß gar nicht, auf welche Idee man hier in dem Spiel kommt. Das ist ja voll crazy, ey. Tja, die Frage ist, wann habe ich gewonnen? Hm. Das kann doch mal dauern. Oh, immer wenn du absetzt, musst du neu anfangen, ne, oder? Echt? Hm. So. 39. Er kann sich ja erstmal umgucken, es dauert bei mir ein bisschen, bis ich das eingeholt habe. Ja, sagst du dann Bescheid, ne? Ich versuch mein Bestes. Ja. Boah. So. What's happening here? The bulb's blown out. It's the third time this week. Problem with the wiring? No, the wiring's fine. Sneak that one. What? Don't listen to him. You serious? You really think it's a ghost? Well, think about it. People die in here every single day. There has to be at least one ghost floating around in here. Huh. Oh, yeah? So why is this ghost breaking bulbs? Because he's trying to tell us something. I'm serious.
Maybe it's trying to tell you that you have bad wiring. Huh. Maybe. Maybe. Hier sind auf jeden Fall Babys hinter dem Glaskasten. Also irgendwo müssten wir hier richtig sein. Ich muss mal ganz kurz den Controller tappen. Ist gleich die Batterie leer. Kann sein, dass du ganz kurz mich jetzt mal nicht hörst. Ja, ja, mach mal. You know what? Those things will kill you. Yeah. They pretty much already have. Wie lange haben sie noch? How long have the doctors given you? So, jetzt bin ich wieder. Maybe less. Who knows? That's tough. I'm so sorry. Don't be. I actually feel quite relaxed. So, kannst du mich wieder hören? Ja, you do? Ich höre dich. Yeah. You'd be amazed how much acceptance relaxes the mind. So, eine Todkranke. Also das war mein erster Versuch, das war 39, ne? Jetzt werde ich hier nochmal kurz die 50, also 50 kriegt man bestimmt eine Trophäe, darum mache ich das jetzt noch schnell. Du kriegst mich ja so nicht ein. Du weißt ja schon, dass wir mal um ein Brötchen gespielt hatten, ne? Und heute hatte ich ja verloren, morgen hast du ja verloren. Aber damit es wirklich Spaß macht, damit einer wirklich eins mal bezahlt hat... Müsste man eigentlich noch ein drittes Spiel finden. Das mir nicht spielen. Was ist denn viel gewinnt dann eben? Ja, dann muss ich das jetzt gewinnen, ne? Ja, komm, noch ein Minispiel wird kommen. Das nächste Minispiel entscheidet, egal was es ist. Schauen wir mal. Ah. Ha. Wieder nur 39. Wow. Das war so geil. Ich bin noch nicht einmal umgefallen. Vielleicht ist meine einfach besser ausbalanciert, man weiß ja nicht. Kann ja sein, theoretisch. Oder mein Bauch hilft dabei beim Balancieren. Wow! Komm wieder weg. So geil. Oh Mann. Aber über die 39 ist auch bei mir schwer, ehrlich gesagt. Also, so richtig schafft man das nicht so einfach. Ich weiß halt auch nicht, ob man hierfür eine Trophäe bekommt. Nee. Das könnte ich mir schon vorstellen. Versuch einfach mal die 50, ich weiß es aber auch nicht. Es wird aber nach einer Zeit schon schwerer. Vor allen Dingen darf man nicht auf die Zahlen gucken, man muss einfach nur auf das kleine Kreischen gucken da. Weil sonst lässt man sich zu sehr ablenken von dem ganzen Scheiß. Ah, 46, nein! Du weißt schon, dass ich mich nur ein bisschen einholen muss, ne? Dann hast du dir immer so schnell aus, ich krieg das gar nicht in der Mitte gehalten dann. Ja, brauchst du nicht in der Mitte, du kannst ja immer ein bisschen links bleiben oder rechts bleiben. Ab geht's, das ist so geil. Ich will gleich auch mal auf den Rücken fallen. Ich bin nur gar nicht gefallen, aber das werde ich auch auf jeden Fall noch probieren. Wie du mal fliegen gehst, ey, das ist so geil. Kann doch nicht sein, bei 46 falle ich hier wieder zurück. Ich hätte so schon die 50 geknackt. Aber dann wird es auch schwerer, wenn es weiter ist. Also irgendwie bewegt sich das Ding dann auch schneller irgendwie. Oh nein! Das ist doch nicht possible. Ich würde sagen, wenn die 30 geknackt hast, höre ich mal auf. Das kann ja noch was dauern. Bis dahin versuche ich es nur ein bisschen. Es gibt so bescheuerte Spiele, ey. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal mit dir im Rollstuhl hier balanciere irgendwie. Also so ein Quatsch. Aber ich meine, solange keine 50 Leute zugucken, kann man ruhig auch mal ein bisschen so einen Quatsch machen, weil wir langweilen keinen, wir langweilen nur uns. Und wir haben Spaß daran, das ist die Hauptsache. Ah, wir müssen aber gleich mal weiterspielen. Aber komm, die 50 mache ich jetzt noch, also. Oh nein! Klappt nichts mit den 30, wa?
Irgendwie rastet der entweder nach links oder rechts bei mir aus. Bitte? Irgendwie rastet der bei nach links oder rechts bei mir komplett aus. Kriegt nicht so schön in der Mitte gehalten. Ja, du musst halt immer nur so ein ganz klein wenig so. Also ich tu den gar nicht in die Mitte. Ich tu den immer nur so bis fast zur Mitte, weißt du? Dann bleibt er immer in einer Richtung und dann kann man halt immer nur gegensteuern, so ein bisschen. Also gar nicht bis in die Mitte die Kugel bringen, sondern immer nur so rechts halten oder links. Das ist so geil, was du abfällst. Oh nein! Ich spiel mal wieder bei 47. Dann werde ich mal zu nervös, wenn es so kurz vor 50 ist. Komm, du musst doch die 30 packen, also wirklich. So kann man auch mit kleinen Sachen Kindern große Freude machen. Ich warte ja die ganze Zeit, dass du darauf pochst, dass ich viel mehr Erfahrung mit Rollstuhlen habe, weil ich schon so alt bin oder so, aber nee. Du bleibst immer ganz locker, sagst nix. Ah, jetzt bleibst du aber was länger. Jetzt hast du aber den Trick raus, wa? Jetzt hast du von mir den Trick gehört. Mein Trick scheint dir geholfen zu haben, den ich dir da gesagt habe, was? So, jetzt reicht's mir aber. 54 muss passen. Ach nee, ich wollte nochmal umfallen. Moment. Ich will auch einmal umfallen. Habe ich noch nicht. Schlag dich jetzt. Shit. Alright. Maybe not. Shit. What up? Right. Hab dich. Jetzt habe ich dir meinen Trick verraten. Jetzt. Tja. Ja, egal. Tja. Wir haben nicht gewettet. Ist ja okay. Ich wollte nur klarstellen, dass ich hier auch was kann. Wenn ich dir meinen Trick erklärt habe. Ja. Hast du einen Befehl gekriegt? Nö. Okay, dann ist es nicht so wichtig. Wahrscheinlich erst bei 60 Sekunden, ma'am. Ja. My wife just had a baby. What's the name, please? Carol. Already. Right, just follow me, sir. Thank you. Life footage from the moon. I love this stuff. Hey, Vincent, come check it out. Siehst du, da hätte ich mitkommen sollen. Hey, Vincent, zieh dir das an. Mist. Hey, Leo. You coming? Come on, Leo. Ich komm zu dir. Ich spreche erst nochmal ab hier mit der Schwester. Ich guck auch die Mondlandung kurz mal. Mal gucken, ob sie ein Fachgespräch führen. Und? Nicht wirklich, ne? Nee. Okay. Gut, dann hat's doch keinen Sinn. Ey, der war aber jetzt synchron. Hast du das gesehen? So, jetzt aber. Please, Leo, we don't have all day. Ich, was machst du die ganze Zeit? Ist ja gut, ich wollte die Mondlandung mal gucken. Thanks. Das ist doch so alles nur gefaked. Das war ein Hollywood-Studio. Hey, Carol. You okay? I'm fine. Vincent, what are you doing here? She's my daughter, too. This is, Leo. It's nice to meet you, ma'am. Yeah. Baby girl, huh? I'll leave you guys alone. I'll be waiting outside. And, congrats, by the way. You. Can I hold her? Cool, Karten werfen. Was ist das denn schön? Okay.